Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongols Jakob von Infrakta, ich bin wieder in Rage of Dark Gods und wir greifen jetzt direkt mal an. Na, die treiben jetzt vor uns her, ich das als erledigen. Ich habe keinen Bock mehr, die Herde muss weg. Wir gehen jetzt in die Offensive. Wenn Richter zu hohe Verluste hat, kann er von mir aus die Altar von Sigmar mitnehmen. Yes, Master. Ja, genau, yes, Master. Das ist die richtige Einstellung. So muss das. So lustig. Was ist das denn? Oh. Weiß er, gibt's da mir nur tauchen? Nö. Gott. Jetzt sehen wir nur tauchen. Nö. Gott. Erfreulich. Schützen! Oh, halt. Ja, mal Feuer einstellen. Es kann sein, dass sie sich zusammenrotten. Dann bieten sie mehr Ziele. Lass mal rumhanseln. Naja, unsere Bogies können ja ruhig sich schon mal austoben. Sagt ja keiner was. Ja, aber die Tiermenschen, die haben da noch nie dazu geneigt, irgendwie eine Formation anzunehmen und defensiv sich zu positionieren. Die greifen doch immer an. Komm, hau rein. Mach's Magazin leer. Was weg ist, ist weg. Oh, halt, warte, halt. Ja, so ist gut. Vielleicht machen sie doch defensiv. Bogenschützen! Gott, truff. Truff in der Wette. Was tot ist, ist tot. Schön abfackeln. Wir brauchen viel mehr von diesen Höllensturmraketen. Die bringen richtig Stimmung. Wenn wir wieder Geld haben, muss Altdorf mal Massenproduktion davon beginnen. Ups. Helle Bartierer!
Space Master. Die Reiter will ich mir ein bisschen sparen, bis wir sie wirklich brauchen. Aufhören, die eigenen Leute zu schießen. Hört ihr auf, die eigenen Leute zu schießen? Immer diese übermotivierte Armbrustschütze. Ganz schön hohe Verluste. Na gut, viele von den Kompanien sind nicht gescheit ausgebildet oder ausgerüstet, sondern wurden relativ frisch ausgehoben, direkt in die Linien eingereiht. Da fehlt natürlich ziemlich viel Kampfwert. Oh,
So viel wie möglich noch niederreiten. So, hat er fein gemacht, der Richter. Dafür, dass die Armee zum Großteil aus relativ frisch rekrutierten, also ja, aus Frischlingen bestand, hat er das ganz gut gemacht. Ja, wurde auch hier entsprechend vom Spiel honoriert. Hat sich als Richter auf der Karte verewigt mit so einem kleinen Siegessymbol. Ja, vielversprechend, aber das genügt noch nicht. Wir müssen die Feindarmeen da wegbekommen. Um Platz zu bekommen für eine andere Armee, die gegen die Orks fliegt. Was ist das denn? Jo, einfach. Was soll's? Wir schießen auch auf Spatze, so ist es ja nicht, gell? Ey, jetzt nicht rumdödeln. Schießen sollst du. Wenn die Artillerie da mal gut trifft und der Rest der Kavallerie eigentlich wegputzen, würden nur so zwei Kompanien Infanterie reichen da und der Rest dreht sich zum anderen Feindtrupp. Ja, das klingt. Thank you.
Das sieht aus, als ob sie zwischen zwei Mähdrescher geraten werden. Hier brauchen wir die Kavallerie. Oh, schon leer.
Schön. Auch klar und sauber. Damit dürfte die Tierherde, Tiermenschenherde eigentlich abgeschlachtet sein. Sehr schön. Und dann würde ich einen Cut setzen. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.